Er nimmt seit 6 Sekunden auf. Habt ihr das gehört? Hallo und herzlich willkommen zurück? Ja. Weiß ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja. Das ist der Anfang der Folge. Ihr habt auf ein Video auf ein neues Video geklickt. Falls ihr es nicht wisst. Echt? Falls ihr es nicht wisst, habt ihr das gemacht, ja. Aber ihr habt ein gutes Video ausgesucht. Auf YouTube gibt es viel Scheiße. Aber hier habt ihr was. Wir sind die Besten. Wir sind die Besten, genau. Wir sind Gronkh 2.0. Sicher, normal, klar. Wir haben noch einen Laster gefunden. Sind unterwegs. Beeilung, ich halte unsere Begleitung nicht mehr lange aus. Ich halte meine Begleitung auch nicht mehr lange aus. Sie sitzt nämlich gerade neben mir, die Begleitung. Du hast gestern so widerlich rumgefurzt, gestern. Ja, hab ich, aber gestern ist ja nicht mehr heute. Mission... Oh, hä? Das stand auch zerstört. Du sollst doch ein Laster saven. Hast du denn nicht gelesen oder was? Von letzten Kontrollpunkt starten, hopp. Hä? Nein, du sollst mit Laster sollst du doch da hochfahren. Das hat doch jedes Kind gelesen. Da stand zerstört. Nein, du hast alle Laster zerstört. Das haben wir doch in der letzten Folge nachgeguckt, du Pfosten. Nein, haben wir nicht. Da stand, bring die Laster zum Tank. Gebt mir Unterstützung, Feuer! So, jetzt dürfen wir nochmal von oben anfangen. Ernsthaft. Oh. Ernsthaft. Ernsthaft. Was ist das für ein Dreckspiel? Was ist das für ein... Mann, verpiss dich. Super Schuss, Junge! Komm. Tot. Mann, dann laufen wir halt. Ich glaube, du musst die Tanklaste echt nach oben fahren, weißt du? Ja, glaube ich auch. Ding, machen wir das Ganze mal ohne Umschweife und gehen gleich hier... Querfeld ein, ne? Dass man die Schweine abkürzt, ne? Ja. Dann fährst du einfach Rush da gleich durch, ne? Versuch mit dem... Genau, ich rush da gleich einfach durch. Versuch dir mal... Ja, gut, das haben sie dich gesehen. Achtung, zwei vorne. Habe ich gesehen. 30 HP. So, jetzt kommen die nach... Ach man, was für eine Nutte. Was für eine Nutte. CNAP. Nicht mit mir, Leute. Gut, hast du perfekt noch abge... Jo, die beiden sind weggesäbelt und der letzte... Da drückt dir trotzdem noch eine Spritze rein. Kannst ja. Aber schön Header gegeben. Ja, aber ist gut. Also mittlerweile läuft das mit dem Aiming, ne? Ja, das Aiming habe ich mich langsam reingefunden. Zwar noch nicht perfekt, aber... Zum Glück sind wir ja nur fast schon am Ende des Spiels. So, und damit fährst du jetzt nach oben, genau. Zum Ziel. Ach, nö. Nee. Einfach durchfahren. Ein Fass ist noch da. Oh, hau. Ja, ein Fass ist noch da. Tanke den Helikopter auf. Finde den Treibstoff. Bewegung! Kann nix. Achso. Okay, sehr schön. Tank den Vogel auf und dann zurück in die Luft. Das war gar nicht so schlimm, warum haben wir uns so viel Mühe da gemacht und alles ungeholzt, ne? Echt. Versteht mich nicht falsch. Ich aber stand vorher echt, zerstöre die Laster. Echt? Ja. In der nächsten Kurve ist Nationalbrücke Poljolova. Ich sie benannt habe nach meiner Mutter. Ach du heilige Gottes. Eine Brücke wohin? Oh, nach Russland. Nach Russland? Wir wollen nicht nach Russland. Tut mir leid zu sagen, aber keine andere Möglichkeit. Es sei denn, wir wollen bleiben in Nähe von meiner 1 zu trollen Druck. Ach ja. Scheiße, da kommen sie schon. Haggard, bist du fertig? Oh, nein. Okay, Jungs, tank den Vogel auf und dann zurück in die Luft. Ich mach's schon, Sarge. Wir sind im Handumdrehen wieder weg. Okay, das heißt, ganz geschützt. Wieder ordentlich rumballern. Und verteidigen. Ich wollte gerade sagen, aber ein bisschen mit Bedacht jetzt. Eine Brücke wohin? Nicht, dass der so schnell sich immer... Nach Russland? Wir wollen nicht nach Russland. Ich glaube, ich hab's, Jungs. Wollen wir ein bisschen mit Bedacht immer schießen. Aber das ist ganz angenehm, ne? Mit dem Geschütz auf jeden Fall. Ja, ja. Da hat man nicht so viel Arbeit. Da läuft noch einer direkt in seinen Tod hinein. Ey, ganz ehrlich, wenn ich da an der Basis stationiert wäre, ich würde auch einen Scheißdreck drauf geben, da hochzurennen, oder? Ja. Wie dumm muss man denn sein, Alter? Das ist halt die KI, ne? Ja, natürlich. Die haben wir nicht! Glaubst du wirklich, du bist in der Position zu meckern? Da sollte man sich doch was anderes überlegen, sich irgendwo anschleichen in der Seite. Ja, oder die haben... Wir sind doch hier in der Basis, dass sie keine Panzer haben. Ein
fackelt sie unten. Da kommt doch gleich was angerollt. Da kommt, wenn man vom Teufel spricht. Da unten steht auch was. Ein Fahrzeug. Dahinter. Du weißt ja, den Pfeil, da kommst du nicht ran. Da kommst du nicht ran. Doch. Irgendeine Lücke gibt's immer. Weiter feuern! Wollen wir mal kurz warten. Ich suche Deckung. Na, jetzt hittest du ihn nicht. Doch, da oben. Jo, der ist weg. Der ist tot. Den hat's zerlegt. Und der, den kannst du da... Da vorne steht er. Jo. Sehr schön. Au. Lasst ihnen keinen Platz! Wo denn? Da hinten noch. Da hat er sich verbarrikadiert, aber er bewegt sich. Er kommt auf die Straßen zu. Sind hartnäckig, die Leute. Ja, die haben ganz schön viele, ne? Sehr schön. War's das? Mehr hat ihr Militär nicht drauf? Ja, es stimmt. Sardaristanisches Militär ist feige und schlecht ausgebildet. Aber mit Jahren, ich habe versucht, das mit modernsten Waffen und Ausrüstungen auszugleichen, wie Sie sehen können. Oh, scheiße, da kommen feindliche Panzer. Sweetwater, du solltest jetzt aufhören, da rumzufummeln. Aber Sarge, ich hatte noch keine Zeit, die... Mir egal. Meinst du, du kannst mit Panzer mit so einem, mit so einem Heavy MG? Ich glaube nicht, da hast du keine Chance. Es funktioniert! Marlo, zurück zum Helikopter! Die musst du schon ja mit dem Heli kaputt machen. Genau das liebe ich, Solami! Kreis. So, Helikopterpart wieder für dich. Für mich, den Helikopterpart? Schenkst du mir den etwa? Ja. Ach ja, dann wollen wir mal. Das ist Grenze! Wir jetzt verlassen, wunderbare Sardaristan! Und hier steigen sie auch aus. Für Exil eine ganz furchtbare Ort! Ich werde noch weitere Transport brauchen! Wo wir hinwollen, kannst du nicht mitkommen. Ja? Und wo genau wollen wir eigentlich hin? Na, überleg mal, Sweetwater. Ich weiß! Das Gold! Du redest bestimmt vom Gold! Aber wir wissen noch gar nicht, wo sie es haben! Bei den vielen Söldnern hier wette ich, dass wir es finden. Sie meinen wohl Gold von verräterischen Legionären? Ha, ich weiß, wo du das ist. Du weißt, wo es ist? Aber ja, natürlich. Und ich sicher bin, dass wir werden uns einig, ganz bestimmt. Oh ja, hörst du Sweets? Klar, aber zuerst will ich mich mit dem schwarzen Helikopter einigen, der hinter uns herkommt. Was? Scheiße! Marlo, weich ihm aus! Festhalten! Action! Jo, rumgeballer, viel Action. Und wieder ein Flugzeug. Und die letzte Mission, oder? Ist es jetzt die letzte Mission? Ich glaube schon, oder? Das ist jetzt ja, wir brauchen die Überschrift eigentlich, ne? Wie heißt die letzte Mission? Du hast doch schon... Geisterstadt. Geisterstadt. Moment, die Trophäe. Wieder eine Bronze, du liebst ja Bronze-Trophäen. Ja, auf jeden Fall. Der Holi braucht nämlich eine Menge Bronze-Trophäen. Sammelt er. Finde er viel besser als Gold und Silber. Ich will mal ganz kurz gucken, wo wir gerade sind. Ja, kein Ding, kein Ding. Erstmal jetzt eine Cutscene. Es muss doch bessere Wege geben, eine Karriere zu starten. Aber ihr wisst bestimmt, wie es ist, wenn man abstürzt. Es tut wirklich, wirklich sau weh. Mike One Juliet, hier ist Bravo One Charlie, over. Mike One Juliet, hier ist Bravo One Charlie. Alle sind weg. Wurden wohl gefangen genommen. Was soll ich tun? Ja, bitte Anweisung, over. Hört mich jemand? Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Over. Na, endlich. Könnt ihr mir helfen? Over. Offiziell bestreiten wir jedes Wissen über ihren Abstecher nach Sardaristan. Und was das Oberkommando angeht, sind sie entweder fahnenflüchtig oder tot. Aber ich lasse meine Jungs nicht im Stich. Over. Wissen Sie, wie froh ich bin, das zu hören? Können Sie orten, wo ich hier bin? Over. Sieht aus, als wären Sie in Russland. Over. Ich glaube, mein Squad wurde gefangen genommen. Können Sie mir Hilfe hier schicken? Over. Negativ. Das hier ist völlig inoffiziell. Hören Sie, ich sehe Sie auf dem Radar.
und ich versuche ihnen zu helfen. Aber sie dürfen mich nicht mehr anfunken, verstanden? Over. Ja, verstanden. Over. Ich empfange Funksignale aus einem Dorf in ihrer Nähe. Wohl militärisches Sperrgebiet. Ich glaube, sie sollten dort nach ihren Jungs suchen. Out. Danke, Miss